So, ich gucke mir gerade mal hier den. Was ist das hier? Update wird installiert. Von was denn? Ah, es wird gerade ein Update installiert. Automatisch. Da warte ich mal hier so ein bisschen im Hintergrund und werde das dann rausschneiden, wenn er fertig geworden ist. So. Zurück zum Spiel. So, da sind wir wieder. Der Adobe Acrobat Reader hat sich installiert und ist jetzt angeblich fertig, aber es leckt immer noch ein bisschen. So, dann machen wir hier auch. Weißes Glas hin. Es ist immer noch was am Rumwurschteln, ja. Es leckt immer noch. Woran liegt das jetzt wieder? Ah, kann aber nicht sein. Also nochmal den Symbol Task Manager starten. Was ist denn jetzt hier noch zu Gange? Was braucht noch so viel Platz? Java braucht natürlich viel Platz. Fraps. Alles andere ist eigentlich okay soweit. Vielleicht musste jetzt wieder das ganze Zeugs runterladen hier, die ganzen Chunks. Jetzt sieht es aber gut aus soweit. So. Okay, das sieht dann so wie Fensterläden sogar so ein bisschen aus. Hier ist jetzt natürlich alles überdacht, aber das ist auch egal. Hier ist jetzt, wie gesagt, Küche. Was hatten wir jetzt an Möbeln dabei? Wir haben also hier Birkenholz. Möbel. Hier käme dann so ein Tisch hin. Da könnte man dran was dran sitzen. Ja, das wäre dann also der Küchenbereich. Und dann, ach so, die Wolle wollte ich mitnehmen, die schwarze für die Filmwand hier, für das Fernsehen. Und dann machen wir hier oben so ein bisschen Sitze hin, ne? So ein größeres Sofa-Ecke. Ne, das sollte also hier so hin. So, was können wir hier noch hinpacken? Hier könnte man. Ja, man könnte ja auch indirektes Licht noch verteilen, irgendwie. Ne? Hatten wir ja schon mal bei dem einen Restaurant da gemacht. So, und jetzt gehe ich mal und schmeiße das hier alles in den Ofen. Nicht in den Ofen. Oh. Hier rein. Und dann wollen wir mal die, wo ist die Schere? Die brauche ich noch. Wir wollen noch mal ein bisschen Tropenholz abbauen. Wo ist die Sonne? Oben, okay. Ach, du bist aber niedlich geworden hier. Da kommt man ja so dran, da brauche ich. Das war so eine Miniaturausgabe. So.
So, und jetzt guck mal genau zu scharf, dann siehst du, wie wir das hier machen. So, wir machen uns hier einen Aufgang. Das ist meine Methode hier. Tropenbäume und die anderen großen Eichen, Schwarzeichen und Stieleichen, wie sie alle heißen, die großen Pfirsiche, Fichten, wollte ich sagen, Pfirsiche, die großen Fichten abzubauen. Und man sieht, da haben sich gleich wieder Lianen dran gebildet. Die werden jetzt natürlich nicht stehen bleiben, weil ich jetzt diese Mod nicht mehr habe. Diese Modifikation, das ist doch recht hoch geworden. So, jetzt sind wir aber schon im Kronenbereich, glaube ich. Also die Axt ist gut. Naja, natürlich ist die gut. Natürlich ist die gut. Da können wir dann ratzfatz mit. Wir werden, glaube ich, die Schere hier aufbrauchen. Ne? Wie viel haben wir denn noch? Schere heißt noch halb voll. Dann haben wir wohl genug. Der ist aber auch hoch, mein lieber Scholli. Da sind wir jetzt angekommen. Am Ende. Gleich ist sie alle die Schere. Kaputt und aufgebraucht. Jawohl, so ist es. So, das ist alles dabei. Dann gehen wir hier mal da noch. Ist da noch einer drin? Nee, ihr werdet ja gleich die spawnen. Das war ein schöner Baum. Wirklich wahr. Da ist auch noch was drin. Ei, da muss ich jetzt aber dran kommen. Ist da noch irgendwo was? Relativ große Krone noch. Ne, jetzt kommt alles runter. Prima. Ups. Ja, muss immer hier auf der Ecke stehen, dann passiert einem nichts. So, das sammeln wir alles ein. Dann haben wir wohl genug für unser. Oh, da muss ich auch gleich wieder hoch. Den Rest holen wir dann gleich ab. Hey, falscher Baum. So, und jetzt nichts wie ins Bett. Da liegt noch ein bisschen was rum, kommt auch noch was runter. Ja, sogar ein paar Setzlinge. So, da warten wir hier mal, setzen uns mal ein bisschen hin, gucken zu, wie das wegspawnt. Wie viel haben wir denn? Ja, wir haben, glaube ich, genug Blätter. Kommen ja noch welche runter. Wieso ist das nicht hier so komisch?
keine Ahnung. Nun fallt mal schön runter, Freunde. Da, jawohl, da kommt wieder ein Setzling dazu. Wir haben ja nun viele Blätter weggeholzt, abgeschnitten sozusagen. Dann ist das natürlich so, dass wir hier... So, dann warten wir mal. So, oder einer ist noch da. Die jetzt schon weggespawnt oder was? Oder da war nichts mehr drauf, ne, auf den anderen. Wunderbar, da geht's ja hoch hier. Dann können wir mal dran gehen und ja, wirst du gleich sehen, wie toll das aussieht. Dass wir zumindest heute mal den Wohn- und Küchentrakt fertig bekommen. Also, das muss ja nicht ein gerades Dach sein, sag ich mal. Habe ich noch Erde dabei? Die hatte ich hier irgendwo im... Hey, falsche Richtung. Wo ist denn die Küche? Hier ist die Küche, so. Da haben wir doch sicher noch Erde, so ist es. Ach, hier haben wir ja auch noch so einen Übergang zur Küche, genau. Muss ich mir merken, diese ganzen Schleichwege jetzt hier, die neuen. Okay, dann werden wir jetzt mal hier auf das Dach gehen und hier so ein bisschen. Ich hatte ja auch gesagt, wir wollten ein bisschen was mit Holz machen noch. Hier machen wir aber ein Blätterdach. So. Hier könnte man ein Holz hinbauen und hier kommen dann wieder Blätter hin. Können wir so ein bisschen vorstehen lassen. Hier mal so ein bisschen Holz. Wo habe ich denn noch Holz? Im... Ja, ich hätte es ja in der Hand, wenn man so will. Ich habe hier die Stämme noch. Da können wir ja locker Holz draus machen. So, wo sind wir jetzt? Da. Dann machen wir hier doch mal das Holzdach hin. So ein Stückchen Holzdach, nicht wahr? So, und dann hier vielleicht noch. Und der Rest wird dann hier wieder aus. Ja, wir können das ja einfach so lassen, sage ich mal. Wir haben also hier noch so ein bisschen... Und hier noch so ein bisschen, lassen wir so ein bisschen offen zum Teil, dass das halt nicht so
super geplant aussieht. So, kann man noch rausgucken, das muss jetzt nicht sein. Aber das sieht jetzt alles so ein bisschen verwirrt aus und das ist auch gar nicht so schlecht. So, das ist dieses Teil des Dachs haben wir dann fertig, wenn man so will. Jetzt ist hier noch so ein Teil. Könnte man ja sagen, man macht hier Dach hin, Holzdach und dann hier sind wir schon fertig. Ne, wir haben noch genug Blätter. Und hier bauen wir es wieder nach vorne raus. So, und hier machen wir noch so ein bisschen Begrünung, ja, so in verschiedenen Höhen. Ihr werdet dann schon sehen, wie das von unten aussieht. Da bin ich dann auch gespannt. Wie komme ich jetzt wieder raus? Da ist noch ein Loch. Hier komme ich wieder raus. So, da können wir noch ein bisschen Grün hinmachen. Ja, und dann sieht das doch schon mal irgendwie, gefällt mir das so. Das gefällt mir. Es ist nicht so ganz toll symmetrisch. So, und hier können wir dann einfach zumachen, sag ich mal. Dann reißen wir dieses ganze Kram hier ab. Ah, nee, halt. Das ist unser Dach hier von der Küche. So. Hier können wir dann auch so ein bisschen Grün dran machen noch. Dann gehen wir mal ins Bettchen. The sound asleep, something's gonna break.